Alter, was geht ab, Leute, Hunger? Was war das für eine krasse Nacht gestern Abend? Wir waren live im Livestream, neuer Rekord, über 1600 Leute. Das war richtig krass. Und ja, leider ist nicht allzu viel passiert. Gen 4 ist noch nicht gekommen, aber eine Menge Richtung Gen 4, also müsste auf jeden Fall die Tage kommen. Und natürlich das große Update, das WP-Update, war kurz live. Also es ist live gegangen und dann bin ich live gegangen, wegen dem WP-Update. Aber kurze Zeit später wurde es wieder zurückgenommen von Niantic. Deswegen wundert es euch nicht, falls ihr es verpasst habt oder so. Es war nur kurz live. Also, ich habe viele gesehen, die haben geschrieben: Hä, bei mir ist gar nichts passiert. Ja, das liegt daran, dass sie es einfach wieder zurückgenommen haben. Eine Theorie, wieso die es zurückgenommen haben, ist halt wegen den KP. Weil alle, die geändert wurden, hatten Schaden. Es war halt kein Schaden, es war halt die fehlende KP, die sie ergänzt haben. Und so hatte eigentlich beinahe jedes Pokémon eben diesen Schaden. Manche haben es sogar geheilt, was natürlich nicht möglich ist. Also schon, aber du kannst nicht einfach alle deine 1500 Pokémon oder was weiß ich, wie viele ihr habt, heilen. War natürlich ein Fehler. Das wurde natürlich ausgebessert. Die Leute, die jetzt aber Tränke verbraucht haben, ja, die haben Pech gehabt. Die Tränke sind weg. Also immer schön geduldig bleiben. Und beim nächsten Mal, wenn die WP-Änderungen kommen, müssten die das behoben haben und die Pokémon müssen keinen Schaden bekommen. Also ich habe vom Livestream ein paar Screenshots gemacht nach den WP-Änderungen. Dann können wir die mal ganz kurz vergleichen und durchgehen. Ein Video mit den Top-Pokémon nach der WP-Änderung werde ich auf jeden Fall machen. Also Top 10 Pokémon mit den meisten WP. Und wahrscheinlich sowas wie die Pokémon, die die meisten WP dazu bekommen haben. Und verloren haben. Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall blende ich hier und hier, also einmal links und rechts, die Werte ein, die aktuell da sind. Und die Werte, die nach der WP-Änderung da waren. Da haben wir zum Beispiel Letterking. Der ist gesunken von 4,5, 4,8 auf 4,4,3,1. Weitere, die habe ich jetzt hier nicht drauf. Das waren nur so die Top-Pokémon weiter oben. Weitere Pokémon, die gesunken sind, zum Beispiel Galaxo, Chanerga und Hetterga. Hetterga sogar richtig krass, um die 600 WP. Und noch eine Info, Notiz. Die Werte haben sich geändert, aber nur KP und Defense. Attack hat sich nicht geändert. Das heißt, an sich die besten Angreifer bleiben auch die besten Angreifer. Natürlich haben jetzt ein paar Angreifer mehr KP und halten mehr aus und sind dadurch vielleicht interessanter. Aber an sich, die Top-Angreifer sind immer noch die Top-Angreifer. Ja, Kyogre und Groudon sind auch gestiegen um 41 WP. Und Mewtwo ist noch gleich geblieben, aber das war ein Fehler. Der hätte sich eigentlich auch verändern müssen und sollte eigentlich über 4000 WP kommen und sogar auf Platz 2 rücken. WP technisch. Ho-Oh, bisschen gesunken. Despotar, richtig krass gestiegen. Auf 3,8 irgendwas. Latios und Rayquaza auch auf 3,8 gestiegen. Lugia zum Beispiel bisschen gesunken. Und Entei Raikou gestiegen ein bisschen. Dann gehen wir ein bisschen weiter runter, zu der Mitte so. Unteres Top-Tier. Und zwar hier. Hier könnt ihr es sehen. Zum Beispiel Celebi und Mew, meine sind von der IV her so schlecht, die kommen nicht über die 3000. Aber nach der WP-Änderung waren die über 3000. Godewar war auch über 3000 gestiegen. Arctos auch. Dann zum Beispiel sowas wie Machomai und Simsala sind auch über 3000 gestiegen dadurch. Also schon coole Sachen. Flamag auch über 3000. Stolos hat 4 WP verloren. Ist auf genau 3000 gefallen. Psyana ist ein bisschen gestiegen von 3000 auf 3170. Drabran ist gestiegen, also schon coole Veränderung. Wie gesagt, ich mache nochmal ein Video mit den Top 10 Pokémon WP technisch oder Top 10 Veränderungen. Auch solche Sachen wie Akani, Kukowai, sogar Pinsir ist gestiegen, Alter, der war bei 2,9 irgendwas. Also schon richtig geil. Ampharos war bei 2,8 irgendwas, Blitz auch sowas. Kingler habe ich nicht gesehen, aber Kingler soll eigentlich gut abgehen nach der WP-Änderung. Gengar ist natürlich auch gestiegen, also eine Menge Sachen sind gestiegen. Hauptsächlich so Defense-Pokémon, Hyterga, Chanerga, Relaxo, solche Sachen sind halt gesunken. Bisasflor war auch bei 2,7 oder sowas, also an sich schon eine coole Sache, aber wie ihr wisst, WP haben nichts zu bedeuten. Hätte auch einfach 5000 stehen können. Das ändert nichts dran, solange die Werte gleich bleiben. Die Werte sind aber nicht gleich geblieben. Wie gesagt, Defense und KP haben sich geändert. Was an sich, da müssen wir mal schauen, was so die Freaks da im Internet daraus machen und herausfinden. Aber an sich, wie gesagt, angreifertechnisch müsste es eigentlich immer noch dasselbe sein. Nur manche Angreifer halten jetzt mehr aus. Sprich, manche Glass Cannons oder manche Pokémon, die halt, zum Beispiel Gossana, war eigentlich ein Top-Angreifer, aber dadurch, dass sie halt so wenig ausgehalten hat, wurde die nicht oft genutzt. Ich weiß jetzt nicht, wie hart Gossana verändert wurde, ob sie besser wurde oder nicht, aber solche Sachen haben dann theoretisch mehr Potenzial, weil sie einfach mehr aushalten. Auf den ersten Blick klingt das natürlich ziemlich krass alles und hype einen auch ziemlich, aber wenn man es nüchtern betrachtet, kommen da gar nicht so große Veränderungen.
sieht zwar alles cool aus mit dem WP, aber wie gesagt, solange der Angriff sich nicht verändert, müsste da auch nicht allzu viel passieren. Ein paar bestimmte, und die werden wir uns natürlich irgendwann mal anschauen, wenn es bekannt ist, die werden natürlich dann von der Mitte irgendwo nach oben steigen und dann von einer bestimmt richtig klasse nützliche Pokémon werden, die davor eher unbrauchbar oder nicht so oft verwendet wurden. Bestimmt gibt es da solche auch. Aber das war's erstmal von mir. Schreibt unten in die Kommentare, wann ihr glaubt, dass Gen 4 kommt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist jedes Business.